Nur wenige Schritte außerhalb der Mauern, die einst Rom vor Eindringlingen schützten, liegt eine wunderschöne Basilika. Sie ist einem der wichtigsten Männer der frühen Kirche gewidmet, dem Apostel der Heiden, dem heiligen Paulus. Gebaut wurde sie außerhalb der Mauern, da der heilige Paulus außerhalb Roms den Märtyrertod erlitt und seine sterblichen Überreste an dieser Stelle begraben wurden. Die Kirche wurde vom römischen Kaiser Konstantin über dem Grab des Apostels gebaut, dort, wo die ersten Apostel eine sogenannte Cella Memoriae errichtet hatten. Zuallererst ist es ein Ort, an dem ein erstes Grab geschaffen wurde, also ein Ort des Leids und der Trauer. Als der heilige Paulus zwischen 65 und 67 nach Christus ermordet wurde, wurde sein Leichnam zu einem Grundstück gebracht, das einer Frau, einer seiner Anhängerinnen, gehörte. Ihr Name war Mucina und ihr gehörte ein Stück Land genau hier. Nur ein Steinwurf entfernt vom Tiber und der Via Ostiense, den zwei großen Straßen, in die Stadt. Paulus' Leib wurde in, nach damaligen Verhältnissen, einem recht einfachen Grab begraben, einem Loch im Boden, wenn man so will. In den späteren Jahren wurden dann kleine Gedenksteine hier angebracht, damit die Pilger das Grab des heiligen Paulus finden konnten. Und von da an, nach der Legalisierung des Christentums, wuchs es beständig weiter und wurde zu etwas Größerem, Größerem und noch Größerem. Den Anfang machte Konstantin, der an genau dieser Stelle des Grabes eine erste Kirche bauen ließ. Konstantins Kirche war allerdings in die andere Richtung ausgerichtet. Sie war wesentlich kleiner. Heute stehen wir vor dem Atrium und der Fassade der Kirche, die auf den Tiber ausgerichtet sind. Ursprünglich wäre hier die Apsis der Kirche gewesen, genau dort, wo der heilige Paulus lag, und die Fassade der Kirche hätte auf die Via Ostiense gezeigt. Die ursprüngliche Kirche war einfach nicht groß genug, um alle Pilger aufzunehmen und den Wunsch der vielen Menschen zu erfüllen, die kamen, um den Lehrer der Heiden einen Besuch abzustatten. Die Kirche wurde in einem besonderen Baustil errichtet, der einer antiken Basilika. Das Wort Basilika kommt aus dem Griechischen. Es wies auf den königlichen Basileus hin, einen königlichen Gehweg. Die Griechen hatten diese Struktur in der fernen Vergangenheit erfunden, um Sicherheit für die Menschen zu gewährleisten, die vom König in Audienz empfangen wurden. Das Wichtigste in diesem Gebäude war die Axialität, dass es eine Achse hatte. Es gab ein Gespür für den Fluss, auch einen gut beleuchteten Innenraum. Man konnte Menschen das Hauptschiff entlang geleiten und sie dann durch die Seiten zurückführen. Die Römer, nachdem sie Griechenland erobert hatten, haben das große Potenzial eines solchen Gebäudes erkannt. Natürlich haben sie während der Republik kein Gebäude benötigt, um einen König zu huldigen. So haben sie es in Rom als eine Art Einkaufszentrum eingeführt. An den Seiten der Basilika haben sie kleine Läden und Stände errichtet, um den geräumigen Mittelgang freizulassen. Sie haben aber die Achse des Gebäudes entfernt, sodass es keine Ausrichtung mehr hatte. Es konnte in jedwede Richtung gebaut werden. Das Gebäude war religiös neutral. Als die Christen nach 313 mit der Hilfe von Konstantin endlich Kirchen bauen konnten, brauchten sie Grundrisse für ihre eigenen Bauten. Tempel waren dafür ungeeignet. Erstens waren sie zu klein und zu dunkel und hatten die Atmosphäre von heidnischen Gottheiten. Und zweitens konnten sie nicht Menschen im Innenraum empfangen und sie waren zu dunkel. Also haben die Christen sich die Basilika angeeignet, denn die Basilika stellt für sie das perfekte Gebäude dar. Es war vornehmlich der Größe wegen erbaut. Man kann Raum für so viele Menschen schaffen, wie man will. So gibt sie einem das Gefühl, willkommen zu sein. Das ganze Gebäude ist von Licht durchflutet. Und am wichtigsten ist, dass es ein Gebäude mit Ausrichtung ist. Der Pilger kommt herein und wird dorthin geleitet, wo er hingehen soll. Sie ist eine Art Mikrokosmos des Weges des Pilgers im Leben durch den Glauben. Die Christen haben also die Basilika als Grundriss der ersten christlichen Kirchen übernommen. Und dann, nur um das Ganze etwas komplizierter zu machen, haben sich Katholiken heute dazu entschieden, den Titel Basilika Kirchen mit besonderem Status zu verleihen, ihrer Größe oder Bedeutung wegen. Zum Beispiel ist das Pantheon, das rund ist, eine Basilika. Es ist also ganz klar, warum die Menschen heute etwas durcheinander sind, wenn es um Basiliken geht. Einige zweifeln daran, dass der heilige Paulus wirklich hier begraben wurde, aber es gibt Beweise.
Nun, wir haben die Dokumente und Zeugnisse von den Menschen, die hierher kamen, um das Grab des heiligen Paulus an der Via Ostiense zu besuchen und es auch tatsächlich hier fanden. Wir wissen von ersten Pilgerfahrten bereits im 3. Jahrhundert. Das Grab des heiligen Paulus wurde ausgehoben und von den 4 Kaisern neu organisiert, die diese Kirchen erbauten, indem sie ihm einen sehr großen Sarkophag gaben. Ein großer marmorner Sarkophag, den die Pilger nicht mehr gut sehen können, denn es wurde ein Altar darüber errichtet. Darauf steht geschrieben Paulus, Apostel und Märtyrer. Wir haben also diesen Hinweis darauf, dass die Kaiser, als sie diese Kirche bauten, die ganzen Überreste von Paulus in diesem Sarkophag legten. Zum Paulusjahr, das von Benedikt XVI. 2008 ausgerufen worden war, gab es eine Menge Arbeiten an diesem Ort. Die Pilger konnten in die Kirche kommen und in den Boden hinabblicken und den Fußboden der ursprünglichen konstantinischen Basilika sehen. Sie konnten sehen, in welcher Höhe die heutige Basilika gebaut wurde. Sie konnten sehen, wie der Altar über dem Paulusgrab von Gregor dem Großen ausgehoben worden war. Und sie konnten den Marmorsarkophag des Kaisers sehen. Während dieser Arbeiten an der Ausgrabung wurde eine kleine Kamera in den Sarkophag des heiligen Paulus eingeführt. Und man hat sehr wenig gefunden, was zu erwarten war. Dieser Ort ist sehr feucht. Darüber hinaus gab es einen Angriff im Jahre 800. Es gab also nicht viel Hoffnung, etwas Wesentliches zu finden, wie etwa die Anzahl der Knochen im Grab des heiligen Petrus. Aber was man gefunden hat, waren Knochenüberreste und einige Reste von purpurnem und goldenem Gewebe. Purpurner und goldener Stoff wurde auch im Petrusgrab gefunden. Das weist auf etwas Wertvolles hin, das in teuren Stoff gewickelt war, was nur dem Kaiser zugänglich war. Daher ist die Entdeckung so wichtig. Die Stoffreste zusammen mit den Überresten eines Menschen ist ein guter Hinweis darauf, dass dies tatsächlich der Sarkophag des heiligen Paulus ist. Die Kunst der Basilika ist ein Zeichen für die Ökumene. Als der Papst die Kirche nach einem Brand neu errichten ließ, hat die ganze Welt an deren Rekonstruktion mitgewirkt. Leo XII, Gregor XVI. Haben die ganze Welt dazu aufgefordert, mitzuhelfen. Und die ganze Welt hat auf diesen Ruf gehört. So wurde diese Kirche in Rekordzeit wieder neu errichtet, durch die Mithilfe von Christen, Katholiken, Protestanten, von allen gemeinsam. Sie wurde dann aber auch mit außerordentlichem Schmuck und Geschenken verziert, die aus den unverhofftesten Ecken kamen. Zar Nikolaus von Russland sandte ein großes Stück Malachitstein, der in spektakuläre grüne Altäre verwandelt wurde, an den Seiten der Kirche. König Fuad I. aus Ägypten sandte Alabaster, schönen schimmernden ägyptischen Alabaster, um die Fenster zu säumen mit diesen bezaubernden cremefarbenen Säulen, die man sieht, wenn man in die Kirche eintritt. Dies ist eine große Ehre für den heiligen Paulus, aber auch eine Anerkennung seines Werkes zu Lebzeiten, denn er zog die Welt zu sich. So wurden nochmals alle Menschen eingeladen, an dieser Kirche mitzuwirken, und sie taten es, damit sie am 10. Dezember 1854 wieder eingeweiht werden konnte, also fast 30 Jahre nach dem Feuer. Die Beziehung zwischen Petrus und Paulus wird auch an der Tatsache verdeutlicht, dass die Basiliken des heiligen Petrus und Paulus identische Statuen der Heiligen besitzen. Nur die Größe ist unterschiedlich. Dies ist genau der Grund. Das Wichtigste dieser beiden Basiliken ist die Zwillingschaft von Petrus und Paulus. In Rom, wie Sie wissen, ist der 29. Juni einer der größten Festtage, der Tag, an dem der heilige Petrus und Paulus gestorben sind. Man sieht die Bildnisse in der Kirche, die Enthauptung des heiligen Paulus und die Kreuzigung des heiligen Petrus. Sie waren immer Seite an Seite. Ihnen wird am selben Tag gedacht, denn die beiden Apostel sind beide in dieser Stadt umgekommen und wurden damit am selben Tag im Himmel geboren. Das macht sie im Himmel zu Zwillingen. Und für eine Stadt, die Zwillinge liebt, ist das von Bedeutung, denn wir wurden ja schließlich von Romulus und Remus gegründet. Diese neuen Märtyrer-Zwillinge haben das Christentum in dieser Stadt gegründet. Das wurde nicht nur durch die passenden Statuen hervorgehoben, sondern auch durch die Tatsache, dass die Kaiser diese beiden Basiliken aufeinander ausgerichtet, konstruiert haben. Der Petersdom ist nicht gen Osten gerichtet, sondern gen Westen. Er ist auf die Paulusbasilika ausgerichtet. Beide blicken sich an, wie Brüder. Eine sehr reizvolle Stadtplanung dieser zwei Kirchen. Eines der wichtigsten Kunstwerke in dieser Basilika befindet sich auf der Innenseite der Mauern. Es handelt sich dabei um eine lange Galerie der Päpste, angefangen vom heiligen Petrus, dem ersten Papst, bis zum derzeitigen Papst Franziskus. Jeder einzelne von ihnen ist hier abgebildet.
Die Dekoration dieser Kirche war sehr wohl durchdacht. Als sie im Jahre 450 gebaut wurde, hat sich der heilige Leo der Große, man wagt es kaum zu glauben bei alledem, was er sonst noch getan hat, Gedanken über die Dekoration der Kirche gemacht. Und er hatte die Idee, die Päpste darzustellen, als eine Art Genealogie des Papsttums und somit die ungebrochene Linie zwischen dem heiligen Petrus und ihm selbst im Jahre 450 darzustellen. Und in dieser Kirche wurde die Tradition weitergeführt. Das war auch wesentlich bei der Wiedererrichtung der Basilika. Die gleiche Kirche, die 1823 fast vergessen schien, kommt noch mächtiger zurück und hebt die Bedeutung des Papstamtes hervor mit den Mosaikmedaillons der Päpste zur Freude der Pilger. Ich habe mit dem Mosaikkünstler gesprochen und er hat mir die Steine gezeigt, die für das Gesicht von Franziskus gewählt wurden. Diese Steine sind die ältesten des Petersdoms. Somit wurden die Steine aus dem 16. Jahrhundert zur Dekoration der Basilika genutzt, als man sie fertigstellte. Es wurden die ältesten Steine genutzt, um dem Gesicht dieses Papstes Form zu verleihen. Man spürt den wunderbaren Sinn für das Alte und das Neue, der so typisch für Rom ist. Dann gibt es natürlich auch die Theorie, dass die Welt enden wird, wenn es keinen Platz mehr für neue Mosaike geben wird. Ich würde nicht darauf zählen, aber man hört ziemlich häufig, was passiert, wenn es keinen Platz mehr gibt. Ich bezweifle, dass dann die Welt untergeht. Die Kirche ist nicht nur eine Touristenattraktion oder ein Museum, sie ist eine lebendige Kirche. Eines der wichtigsten Ereignisse jedes Jahr ist eine Gebetsvigil, die die Gebetswoche für die Einheit der Christen abschließt. Ein sehr, sehr wichtiger Moment in jenem Jahr ist der 29. Juni, denn an diesem Fest der heiligen Petrus und Paulus wird hier eine Gebetsvigil gefeiert. Die Kirche wird für viele ökumenische Aktivitäten und Initiativen genutzt. Dazu ist ja die Kirche eigentlich da. Es beginnt mit der Woche für die Einheit der Christen, bei der die Basilika im Mittelpunkt steht. Dieser Moment des Jahres ist der schönste, der Moment, an dem der Papst hierhin kommt, um sich mit Repräsentanten der Ostkirchen um das Paulusgrab zu versammeln und gemeinsam zu beten. With a representative of the Eastern Church, they pray together at the tomb of St. Paul. Wenn Sie das nächste Mal in Rom sind, gehen Sie sicher, dass Sie nicht diese monumentale Schönheit verpassen, die so reich ist an Geschichte, Kunst und Glauben.